Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute rede ich mit euch über ein Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Es geht um die Marx und Engels Werke, Band Nummer 1, Karl Marx, das Kapital. Wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß, ist das Kapital eine der prägenden Schriftstücke, auf denen sich die Sowjetunion berufen hat. Wenn man dieses Buch liest, dann hat der sozialistische Gedanke schon eine sehr prägende Linie in diesem Buch. Also es ist jetzt wirklich schon jetzt nicht so, dass nur Propaganda da drin steht, stehen viele interessante Vergleiche drin, ja, im Vergleich zum Kapitalismus, aber es ist schon so, dass dieses Buch ganz deutlich in Richtung Kapital, in Richtung Kommunismus geht. Ich finde, was der gute Herr Marx da vor knapp 150 Jahren aufgeschrieben hat, ist eine interessante Sichtweise auf die Welt und auf alles, was in der wirtschaftlichen Lage so passiert. Die einzelnen Prozesse sind sehr, sehr fachlich dazu dargestellt. Und ich habe das Buch jetzt, glaube ich, ja, so viertel durch. Ja. Und es ist schon, geht schon in die Richtung, wo man sagen muss, ja, theoretisch ganz schön, aber praktisch einfach nicht machbar. Dieses Buch würde ich vor allem Leuten empfehlen, die Geschichte mögen, ja, die sich auch mal bereit erklären, ein Buch zu lesen, das jetzt nicht so spannend ist. Also man muss sich schon durch manche Passagen auch durchquälen. Es ist schon sehr, sehr fachbezogen. Das macht es aber nicht schlecht. Ich finde, dieses Buch ist sehr, sehr gut geschrieben. Und ich kann verstehen, warum sich die sowjetischen Länder unter anderem auf diesem Buch berufen haben, was Kommunismus angeht. Auch Karl Marx soll mal gesagt haben, wenn jemand das hier umsetzt, was ich hier schreibe, dann verschwinde ich lieber, weil auch er hat gewusst, dass das theoretisch zwar ganz schön klingt, aber praktisch niemals funktionieren kann, weil eben Faktoren wie Umwelteinflüsse und Co. es einfach unmöglich machen, den Ertrag bei einer landwirtschaftlichen Kommune ja vorher 100% richtig zu berechnen und die richtigen Anbaumengen zur Verfügung zu stellen. Die Ernte ist eben immer noch von der Natur abhängig und da gibt es doch extreme Schwankungsbreiten. Ich selber finde, dass das Kapital, ja, also der erste Band des Kapitals, doch interessante Inhalte liefert. Ja. Und es ist schwer zu lesen, aber wenn man es gelesen hat, dann bekommt man viel mehr Einblicke in das sowjetische Denken und in das Denken des Kommunismus. Die Gedanken, die darin festgehalten sind, sind sicherlich nicht schlecht, aber auf Dauer doch nicht wirklich umsetzbar. Ja, also interessant ist das Buch allemal. Wie gesagt, das sind die Marx- und Engels-Werke. Ja. Das Kapital. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, jetzt schön. Das Kapital von Karl Marx. Und ja, ist doch mal ein interessantes Buch. Und ich werde es auf jeden Fall weiter lesen, weil mich doch interessiert, was diesen Mann zu seinen Aussagen bewogen hat. Das war's von mir, von hier für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.